Ja, moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu Skyrim seit langer Zeit mal wieder. Ich habe jetzt gerade hier versucht, den Ring zu klauen und bin erwischt worden. Laut Brynjolf war das abzusehen. Das heißt, das war wahrscheinlich so gedacht, dass man das nicht schaffen kann. Und er will mich jetzt aber trotzdem irgendwie aufnehmen. In Ordnung, dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Riftron, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Sehr schön. Was wollt ihr denn noch alles wissen? Nun gut, fragt. Gut, dann werde ich mich jetzt, denke ich mal, auf den Weg machen. Und Vielleicht erkennst du alle zwar möglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. wahrscheinlich muss ich da runter. Kauf Rüstung und Gucken wir rette doch dein mal. Leben. Ups. Nein, verdammt. So war das nicht geplant. Komm hoch. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Seltene Schmuckstücke und Rattenweg. Da bin ich auf jeden Fall schon mal richtig. So, und jetzt, nach so vielen Stunden Spielzeit, bin ich endlich da angelangt, wo ich eigentlich in jedem Elder Scrolls Teil hin wollte, nämlich Richtung Diebesgilde. Beim letzten, nee, vorletzten Teil, glaube ich, war es. Da war ich dann ja sogar der Graufuchs und, oder hatte die Kappe des Graufuchses. Okay, mal gucken, was hier geht, ob hier was geht. Wenn Sie wüssten, dass wir das tun, würden Sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Okay, das sind böse. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ah, ich habe noch die falschen Pfeile. Die möchte ich ja jetzt ungern hier verschwenden. Auch wenn ich eine Menge davon habe. Aber ich habe ja hiervon auch noch unendlich viele. Nee, lass die mal lieber heil, die brauche ich noch. So. Was haben wir denn da alles? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ja, noch habe ich ja ein bisschen Platz, da kann ich ja erstmal. Aber die gute Serana, die soll er gerne am Leben lassen. Wie gesagt, ich hoffe ja noch auf ein Happy End, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr wisst, was ich meine. Wow. So, Zwergenbogen nehmen wir auch mit, Zwergenpfeile nehmen wir auch mit. Sehr schön. Okay, das heißt wohl, alles, was hier unten jetzt kreucht und fleucht, ist mal wieder abzuschießen. Boah, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe so lange kein Skyrim mehr gespielt. In letzter Zeit war sehr viel World of Warships und World of Tanks. Spring da einfach mal runter. So, da haben wir Hängemoos und hier haben wir. Hey, das wollte ich gar nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte auf die Falle geklickt. Na gut. Sei es drum, ging ja gut. Tja, das war nix. Ich hätte ja gedacht, hier steht irgendwo einer. Angebratener Schlachterfisch. Naja, hier gibt's ja nichts Dolles. Oh, da liegt ein Goldstück. Jawoll. Hat sich schon gelohnt, hier runterzukommen. So. Hier geht's weiter. Nehmen wir mit.
Raum voller Fallen. Ah! Ich wusste es. Du kleiner Lump. Waffenlose Treffer verursachen 10 zusätzlichen Schaden. Das ist nicht schlecht. Ausdauer regeneriert sich 30% schneller. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Können wir mal alles mithaben. So, dann haben wir hier einen Alchemietisch. Boah, das nehmen wir doch mal mit. Und dann geht's wohl weiter. So, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Hier passiert doch gleich irgendwas. Okay. Das war jetzt eigentlich zu prädestiniert dafür. Woher seid ihr gekommen? Ist da jemand? Das wird doch eine Lehre sein. So. Ja, Gold nehmen wir mit. Rest kann er behalten. Geht's denn hier lang? Ach, hier ist die Treppe, die wir gerade eben nicht... Oder die Brücke, besser gesagt. Nicht die Treppe. So, ich weiß ja nicht, ob ich hier mal wieder hin soll, aber jetzt, da hier alles frei ist. So, was haben wir denn hier? Eisendolch nehmen wir mit. Salz nehmen wir auch mit. Der Bettler. Ah, sehr schön. Das lesen wir natürlich einmal durch. Achso, den hatte ich ja schon durchsucht. Was haben wir hier noch? Na, wollen wir noch mal gucken. Geht's denn hier hin? Ach so. Buh. Das habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Aber egal, macht ja auch nichts. So, weiter geht's Richtung Questabschluss. Mal gucken, wie weit sind wir? Zersplitterte Flasche. Tada! So, kann ich jetzt mich hier... Ich bin, denke ich mal, in Sicherheit, oder? Was habt ihr euch nur angetan? Ja. Ich kann mit euch in diesem Zustand nichts anfangen, Nachtwandler. Mhm. Ich habe angenommen, dass ihr wegen eures Gesichts gekommen seid, damit ich es in etwas Ansprechenderes verwandle, als das, was euch die Natur mitgegeben hat. Hey. Aber mein Verfahren funktioniert nur bei den Lebenden. Und nicht bei jenen, die zum Unleben übergewechselt sind. Ach nö. Hör schon auf, Brynjol. Diese Zeiten sind vorbei. Ich sage euch, wenn ihr euch unterhalten hier wollt, verhält ist es die sich versplitterte anders. Flasche nicht der richtige Ort. Das haben wir alle schon mal gehört, Bryn. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu zwischen sehen. Zwischen Feckel und mir läuft was. Ich rate euch deswegen, über die Finger von den Waren zu lassen. Ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung an. Hat sie mir gerade gesagt, ich soll die Finger von einem Mann lassen? Sie an, sie an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen.
Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Na, sehr gerne doch. Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Kirawa ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen Yai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn ihr sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Tja, das ist ja einfach. Sein, wenn ihr fertig seid. Ihr braucht einen Rat? Sprecht mit Brynjolf. Ich habe Besseres zu tun. Das machen wir. So, und jetzt kommt man hier auch wunderbar und lockerflockig wieder raus. Aber ein bisschen verwinkelt ist das trotzdem noch. So. Wo geht's denn hier lang? Ah ja. Das werde ich später nochmal machen. Jetzt wollen wir erst mal schauen, wo wir hin müssen. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Aha, da haben wir doch schon das erste Haus. So, jetzt muss ich einmal gucken. Ich glaube, da stand Stiel die Statue. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Geschäftliche Angelegenheit. Optional Stil Helgas in die Bella-Statue. Gut. Wo ist denn die? Wenn ihr nach einem Zimmer sucht, dann versucht es im Bienenstich. Dieses Haus ist für die arbeitende Bevölkerung. Ah. So. Fräulein. Bitte, nehmt nicht die Statue. Das ist das einzig Wertvolle, was ich noch besitze. Ihr habt meine Statue. Was werdet ihr damit machen? Nicht Lady Dibella. Nein, bitte, ich darf sie nicht verlieren. Ich habe schon verstanden. Da habt ihr euer Gold. Ich hoffe, ihr erstickt daran. Mäuschen, Schulden sind Schulden. Na, also, bitte. Tut mir leid wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Ich würde es begrüßen, wenn ihr eure Hände bei euch behalten könntet. Oh. Echt jetzt? Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Seit meine Eltern starben und Helga mich aufnahm, ist mein Leben ein einziger Albtraum. Wie hätte ich wissen sollen, dass ihr so ein widerliches Weib ist?
Also sitze ich hier fest, während diese Schweine, die sie Kunden nennt, mich begrapschen und die widerlichsten Dinge zu mir sagen. Es ist nicht nur die Arbeit, es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wörtlich. Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit 3 verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Wenigstens einmal würde ich gern sehen, wie sie sich windet. Es ihr so richtig unter die Nase reiben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davonkommen würde. Sie würde mich umbringen, wenn sie es herausfände. Ich weiß zufällig, dass sie ihrem Liebhaber nach vollzogenem Akt ein Zeichen der Dibella als Zeichen ihrer Zuneigung gibt. Wenn ihr ihr 3 dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, dann wäre ihr das so peinlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun würde. Haha, noch ein Auftrag. Ach, das wird großartig. Ihr müsst die Zeichen der Dibella von Boli, Hofgrier und Indarin besorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellen könnt, aber versucht es einfach. Dann konfrontiert Helga damit und der Rest geht wie von selbst. Bolli, Hofkrier, Indarin. Hauaha. Na gut. Bitte versucht diese Zeichen ohne Gewalt. Hör zu, ich habe die Botschaft verstanden. Ich möchte nicht. Was wollt ihr denn noch? Verantwortlich sein. Oder für euren. Natürlich nicht. Habt ihr erwartet, dass ich mich ganz allein darum kümmere? Meine Nichte Svana hilft mir bei den anfallenden Arbeiten. Sie wäre mir eine größere Hilfe, wenn ihr Kopf nicht immer in den Wolken stecken würde. Sie lebt bei mir, seit ihre Eltern von Räubern getötet wurden und sie mir in den Schoß gelegt wurde. Diese Bruchbude wird Helgas Herberge genannt. Ob ihr hier übernachten könnt? Nein. Die Herberge ist für die arbeitende Bevölkerung, keine Luxusunterkunft für Touristen. Na gut. So. Das erste hätten wir geschafft. Jetzt geht's weiter. Na, dann gehe ich doch mal kurz gucken, wo ich da hin soll. Ihr seid wie ich, nicht wahr? So. Wer bist du? Naja. Geht es euch gut? Noch geht's mir gut, danke der Nachfrage. So, da haben wir doch schon den ersten Hofkrieger. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Was? Wovon redet ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ihr verwechselt mich wohl mit jemand anderem. Freundchen. Also gut. So, dann halt so. Huch. Die Leute scheinen nervös zu sein. Der Lümmel, der hat mich angelogen, aber nicht mit mir. So, ich bin mal ein kleines Stück weitergelaufen. Hier ist der Nächste. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen. Vielen Dank. Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Nur den Markt von Markart habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klapper im Gasthaus Silberboden passiert sein könnte. So, und der Letzte. Schaut mich nicht so an. Wer seid ihr, dass ihr über mich urteilen wollt? Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Lalu. Mensch. So, Freundchen, komm mal her. Ich bin ziemlich beschäftigt. Braucht ihr etwas oder kann... Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, so... Wenn sich herumspricht, dass ich mit ihr im Bett war, hat in der Brauerei keiner mehr Respekt vor mir. Nehmt das Zeichen, wenn ihr es wollt. Es ist die Mühe sowieso nicht wert. Gut, vielleicht kann ich dann ja zurück an die Arbeit.
So, dann kann ich doch hier gleich nochmal das abschließen. Dann laufe ich damit nicht wieder Ewigkeiten rum. Denn Es gibt manchmal nichts passiert Schöneres, das ja als einfach, ohne dass man Gesetze so viele Quests annimmt. Ich habe ja auch schon einige. Hoppala, wieso ruckelt das denn jetzt? Die ich schon seit Ewigkeiten habe. Und ja, keine Ahnung, ob ich das jemals noch schaffe, die wieder loszuwerden, wenn ich mich da nicht wirklich mal ransetze. Das ist immer schwierig. Deshalb bin ich eigentlich ganz froh, dass es das jetzt recht schnell ging hier. Und dann können wir gleich weitergucken in Ruhe. Mit der eigentlichen Quest weitermachen sozusagen. So. Einmal einruckeln bitte. Hör zu, ich habe die Botschaft verstanden. Ja, Es weiß passiert ich. noch. Ah, guck mal hier, ein Mäuschen guckt schon mal schön zu. Das ist doch gut. Woher habt ihr die? Nein, sagt es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hör zu, das muss unter uns bleiben. Zwischen euch und mir, in Ordnung? Davon braucht sonst niemand zu wissen. Wenn es bekannt würde, dass ich in Rifton meine Künste der Dibella praktiziere, würden sie mich aus der Stadt jagen. Hier, nehmt dies und kein Wort zu einer Menschenseele. Vor allem nicht zu Svana. Ja, wenn du wüsstest. So, habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Bella eigentlich ziemlich cool finde? Wieso gibt's sowas nicht in echt? Gut, so. Ist es euch gelungen, die Zeichen von diesen... Ach, ich weiß. Ist es nicht wunderbar? Ich wette, sie hat sich gewunden wie ein Skewer, als ihr sie aus der Tasche gezogen habt. Ich glaube, von jetzt an werden die Dinge hier anders laufen und das verdanke ich euch. Hier, das möchte ich euch geben. Es gehörte meinem Vater, aber ihr werdet es sicher gut gebrauchen Auf können. jeden Fall. Naja, wahrscheinlich auch nicht, aber macht ja nichts. Gewiss, geht nur. Trotzdem Es ist danke. euch ja sowieso einerlei. So, jetzt muss ich einmal schnell gucken. Weil Verschiedenes ist es, glaube ich, nicht, ne? So, die beiden Jungs oder Mädels, keine Ahnung, was dabei rumkommt, die brauche ich noch. Okay, hier sind wir schon mal Ihr ziemlich solltet den richtig. Himmel im Auge behalten, Reisender. Da ist ja der Kollege. Also, was darf es denn heute sein? Achso, was soll ich bei dem Fragt nur machen? gut. Bersis kostbare Zwergenurne. Ich kann nicht zahlen. Ich kann nicht. Das kann doch nicht sein. Also, was da? Was denn los? So. Wenn ich das Geld hätte, würde ich zahlen. Das ist völlig unnötig. Halt Vorsichtig. sie einfach, Bersi. So, Freundchen. Diese Urne war unbezahlbar. So nennen wir die alten Abwasserkanäle, die unter der Stadt verlaufen. Vor langer Zeit war das mal ein gewaltiges Kanalisationssystem. Aber heute ist es verfallen, genau wie der Rest von Rifton. Die Gilde hat dort jede Menge Schurken postiert, die nicht gut genug sind, um beizutreten. Passt auf euch auf, wenn ihr darunter steigt. Einprägsam, nicht wahr? In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifton? Die Stadt ist korrupt.
durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Die sind doch alle korrupt. Alle, ohne Ausnahme. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Unfassbar, was sie da getan hat. Ihr seid wahre Monster. Ich soll Schutzgeld zahlen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Hier habt ihr euer Geld. Sagt Brynjolf, er soll uns in Frieden lassen. Geht auch. Ich hoffe, euer Besuch hat diesmal einen freundlicheren Grund. So, die kräftige Krabbe. Das erinnert mich über... Nee, Quatsch, wie heißt das Ding hier? Verpfändeter Pfifferling. Also, die kräftige Krabbe erinnert mich so ein bisschen an einen Comic mit einem Schwamm und einem Stern. Und vielleicht weiß ja der eine oder andere, was ich meine. Da gibt es ja ein Restaurant, das so ähnlich heißt. Nennt sich die Krosse Krabbe. Gut, so. Kurzer Ausflug, optional benutzt. Was wollt ihr? Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch 3 makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Muss ich das jetzt noch machen? Wenn ihr mich entschuldigt, ich werde mal eben kurz fragen, was hier. Wollt ihr jetzt was oder nicht? Dank der Diebesgilde ist die Verbrechensrate in dieser Stadt so hoch wie noch nie zuvor. Als ob uns der Krieg nicht schon genug Probleme. Sie ist auch echt krass, ne? Sie setzt sich überall hin und säuft erstmal. Schaut, das war alles ein Missverständnis. Ich meinte es nicht so, als ich zu Brynjolf sagte, er solle vom Pier springen. Sagt ihm, dass es mir leid tut, ja? Nehmt das. Das ist jede einzelne Münze, die ich schulde. Ich schwöre es. Sehr gut. So, weil jetzt noch 3 Amethysten besorgen, habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf gehabt. Ich würde das nämlich eigentlich gern abschließen und dann so langsam Feierabend machen und ins Bett gehen. Es ist nämlich schon ein wenig spät. Nein, nicht schon wieder. Beim nächsten Mal klappt das bestimmt. So. Dann gucken wir doch mal, was er dazu sagt, dass ich das so schnell und so elegant ausgeführt habe. Ich bin ja quasi selber von mir begeistert. Okay. So, hier lang, hier lang. Ja. Sehr schön. Wäre trotzdem toll, wenn man irgendwie einen Teleport dahin erfinden könnte. Aber nun gut. Und dann muss man hier auch immer noch irgendwie an der Seite lang. Das ist ja total bescheuert. So, wo ist er? Da. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Ah ja. Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt.
Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Und da sitzt sie schon wieder. Woran denkt ihr? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Na dann, zeig mal los. Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin einer der Beobachtungsposten der Gilde. Ich halte Delvin den Rücken frei. Ich erkläre euch alles, dann könnt ihr eure Fragen stellen. So, mach hinne. So, was steht denn da hinten? Sind das Gegner? Ah, ich glaube nicht. Ui. Das sieht ja auf jeden Fall mal schick aus. Mercer, von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussionen. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Schicker Vulkanglasdolch, den der Kerl hier trägt. Regeln, wozu Regeln? Ja, hallo. Dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Oha. Ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Denn dann soll er es beweisen. Gut, Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Sie nennen mich Saphir, weil ich die so gerne stehle. Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebes... Wenn ihr euch fragt, wieso sie... Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Gut, Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringoth. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Hm.
Die Gilde braucht Abmachungen mit einflussreichen Personen, damit alles problemlos läuft. Ohne ihre Unterstützung bekämen wir ernste Probleme. Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Gut Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringoth aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Genau. Aringoth hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifton perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Wir hatten eine Vereinbarung mit ihnen und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringoth kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringoth zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen. Okay. Seid auf der Insel vorsichtig. Das war ja nun wieder ein bisschen viel Information. So, die nehmen wir schon mal mit. Wo muss ich denn jetzt überall hin überhaupt hier? Erstmal hier hin, aber ich glaube, das werde ich in der nächsten Folge machen. Ich werde mich hier schön in die Mitte stellen, auf den Wasserfall gucken und hier beende ich die heutige Folge, gehe gleich ins Bett, sag an euch vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war sehr viel NPC-Geschichte, aber das gehört bei Skyrim halt dazu, ist halt Elder Scrolls. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann Richtung Bienenstöcke, denke ich. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.